weiter bei TV Kaiser. Quatsch, Kaiser. Und bis nächste Woche bleiben Sie uns gewogen. Es hat mich gefreut. Schön, dass Sie auch in diesem Jahr wieder dabei bei TV Kaiser dabei sind. Sie werden heute Zeuge einer ganz außergewöhnlichen Sendung, denn unsere Gäste haben nämlich alle drei Dinge gemeinsam. Sie leben in einer glücklichen Beziehung, sie verheimlichen ihrem Partner etwas und sie sind der Überzeugung, dass es das Beste ist, ihrem Partner dieses Geheimnis in aller Öffentlichkeit zu offenbaren. Unser Thema heute, ja, ich habe ein Geheimnis oder nach der Sendung habe ich keins mehr. Liebe Talkfreunde, es wird sicherlich spannend, spontan und schlüpfrig. Hier sind meine ersten Gäste. Herzlich willkommen, Claudia und Klaus Hinrich. Ja, hallo, ich bin die Claudia und ich bin sicher, dass der Klaus gleich sehr verständnisvoll reagieren wird, wenn ich ihm mein Geheimnis verrate. Ja, wollen wir mal sehen, ne? Claudia, Klaus, bitte nehmen Sie Platz. Sie kommen beide aus Oberhausen, leben in der Beziehung seit 2 Jahren. Was machen Sie beruflich? Ja, also der Klaus, der hat so einen kleinen... Ich bin Unternehmer. Aha. Wo ist Ihr Unternehmen? Ja, in Oberhausen. Zentrum. Ach, das gehört Ihnen? Das größte Einkaufszentrum Europas? Naja, nicht ganz, ne? Der Klaus, der hat da so einen kleinen Laden. Aha, was für ein Laden? Och, er besohlt Schuhe und macht Schlüssel nach und so. Sie sind Mr. Minit. Ja, nee, die Lizenz für Mr. Minit, die war weg. Also ja. Unser Stand heißt jetzt Mr. Second. Aber wir machen deshalb auch gut doppelten Umsatz. Ja. Claudia, helfen Sie da auch ab und zu aus? Oh, nee, selten. Da passt ja auch nur einer rein. Ich kümmere mich hauptsächlich um den Haushalt. Ja, die guckt den ganzen Tag nur Talkshows. Ja, na und? Also ich finde, da kann man eine ganze Menge lernen. Erst neulich. Da war so eine Frau zum Thema Rauchen bei der Ilona. Ja. Die hat ihren Mann jetzt so weit, dass er nur noch auf dem Balkon raucht. Ilona? Das läuft mit mir aber nicht, du. Wieso nicht, Klaus? Ja, ich bin nicht Raucher. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ich fand es einfach imponierend, wie diese Frau sich durchgesetzt hat, mhm, mit Hilfe von Ilona. Mhm. Ja, und er, seit der Talkshow, ne, er putzt, er bügelt, er legt die Sachen zusammen. Du Ignorant! Ja, wieso ignorant jetzt? Ja, weil der Klaus grundsätzlich alle Meinungen außer seiner eigenen ignoriert. Aber hier in der Sendung, da muss er sich ja mal zur Diskussion stellen. Ja, aber dafür müssen Sie auch mal Ihr Geheimnis offenbaren. Ja, sicher. Ich habe einen Fehler gemacht. Ein Fehler? Aha. Claudia, ich finde das sehr mutig von Ihnen. Nicht alle Leute würden Fehler einfach so zugeben und schon gar nicht vor einem Millionenpublikum. Klaus, Sie haben eine sehr starke Frau. Ach, die dreht du am Rad. Das ist eine Sache, die mich alleine angeht. Weiß ich denn, ob ich gleich hier von einem Millionenpublikum, dass die erfahren, dass die Frau von Klaus Hinrich ein Verhältnis mit dem Schäferhund hat? Oder was sagen denn dann meine Kunden dazu? Dass Schäferhunde treu sind? Es ist immer dasselbe. Wenn ich ein Problem mit ihm besprechen will, dann... Das ist ihm egal. Also das ist die einzige Chance, die ich hatte, dass er mir mal zuhört. Ich beschäftige mich gerne mit dir und oft. Ja, richtig. Dreimal die Woche beim Sex und dann hörst du mir noch nicht mal richtig beim Stöhnen zu. Klar höre ich dir zu. Nein. Ich höre dir wohl beim Stöhnen zu. Nein. Doch. Nein, weil es ist einfach, dir ist es einfach egal, dich mit was zu beschäftigen, was mir vielleicht wichtig ist. Herr Kaiser, ja. Letzten Winter, ja, da wollte ich eine Woche mit einer Freundin in den Urlaub fahren. Klaus hat's verboten und noch nicht mal mit mir sprechen wollte er drüber. Ist für mich kein Thema, hat er gesagt. Ich weiß doch, was da abgeht in so einem Urlaub auf Gran Canaria, ja? Da stehen die Waschbrettbauch-Spanier, die warten doch Schlange auf so zwei Weiber, wie ihr unterwegs seid. Irgendwann werdet ihr weich geboren, dann werdet ihr in irgendwelche Betten gelandet. Werden wir nicht. Werdet ihr doch. Nein. Doch. Klaus, sind Sie eifersüchtig? Ach, Unsinn, nee. Ich vertraue ja meine Frau. Aber so ein Urlaub ist was ganz anderes.
Das ist wie, wenn man einen Hund vegetarisch erzogen hat. Ne? Wenn sie dem einen Schinken vor die Nase hängen, dann beißt er da auch irgendwann rein. Claudia, ich glaube, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, dass Sie Klaus Ihr Geheimnis verraten. Ja. Nein. Doch? Nein, Schätzchen, hör mal, wenn du mir was beichten willst, dann ist völlig in Ordnung. Aber unter vier Augen, nicht hier im Fernsehen. Doch, jetzt hier, aber sonst hörst du mir ja doch nicht zu. Komm, Klaus, und hinterher reden wir drüber, ja? Komm, mir ist es doch wichtig, dass wir drüber reden. Ja, mir auch. Du erzählst nichts. Doch, ich tu's. Nein. Doch. Nein. Doch. Klaus, bitte, darf ich auch mal was sagen? Nein. Schade. Hör mal, mir reicht das jetzt hier. Weißt du was? Kannst erzählen, was du willst. Ich bin weg hier. Klaus! Komm auf hier. Klaus! Klaus, ich hab mit einem anderen geschlafen! Du hast was? Sie hat mit einem anderen Mann geschlafen. Es war doch ein Mann, ne? Sie hat mit einem anderen Mann geschlafen? Du hast mit einem anderen Mann geschlafen? Haben Sie einen Anrufbeantworter verschluckt, oder? Warum wiederholen Sie jetzt alles, was wir hier sagen? Ich wiederhole hier alles, was Sie sagen? Das stimmt nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Und jetzt lenk nicht ab. Du hast ein Verhältnis mit einem anderen? Nein, habe ich nicht. Also, das hast du doch gerade gesagt. Nein. Ich habe mit einem anderen Mann geschlafen, Klaus. Das ist ein Unterschied. Das war so eine Art One-Night-Stand. One-Night-Stand? Sag mal, bei wem hast du denn Englisch gelernt? Bei niemandem, es war ein Ausrutscher. Ja, bei wem bist du denn ausgerutscht? Ach, Klaus. Ah, Klaus hieß er, genau wie ich. Sag mal, konnte der denn auch so oft wie ich? Also, habt ihr einmal oder öfter? Das ist doch unwichtig und außerdem hieß der nicht Klaus. Der hieß noch nicht mal so wie ich, wa? Hör mal, da hast du wahrscheinlich noch nicht mal an mich gedacht, oder was? Wie stehe ich denn jetzt hier? Sie sitzen, Klaus. Egal. Mensch, Claudia, wie konnte das denn passieren? Hör mal, wir haben da immer so tollen Sex zusammen. Ja, schon. Guck mal, ich bin immer zärtlich und ausdauernd und fantasievoll und ausdauernd und ich kann auch so Moment, häufig... Moment, ein ausdauernd ziehe ich jetzt mal ab, das war doppelt. Hör mal, wie konnte das denn passieren, hör mal? Also, es war vor ein paar Wochen auf dieser Party, wo Klaus früher nach Hause ist, weil dieses blöde Autorennen in Melbourne übertragen wurde. Aha, Sie wollten also Klaus eins auswischen, nur weil er die Schuhmachers einem Abend mit Ihnen vorgezogen hat. Das kann ich nicht verstehen. Wie das Claudia auf einen anderen hereinfällt? Nein, dass es einen Mann gibt, der bei der Übertragung vom ersten Formel-1-Rennen die Saison, dass der da an Sex denkt. Das ist doch kein Mann. Sechstage-Rennen. Doch, ja. Es war ein Mann. Es war Ralf. Ich habe mit Ralf geschlafen. Auf der Party war doch gar kein Ralf, außer... Nein. Doch. Nein, nicht mit Ralf, Claudia. Doch. Echt? Echt mit Ralf? Nein. Doch. Nein. Doch. Du bist mit Ralf im Bett gewesen? Gib es doch nicht. Mit Ralf, das gib es doch nicht. Claudia, Klaus, schön, dass Sie jetzt sofort wissen, wer mit Ralf gemeint ist. Aber da draußen, da sitzen Millionen von unwissenden Zuschauern. Wer ist Ralf? Ralf ist der Bruder von Klaus. Nein. Doch! Ein Teufelskreis, aber immerhin familiär gedacht, Claudia. Tut es Ihnen leid, dass Sie Klaus mit seinem eigenen Bruder betrogen haben? Ja, natürlich. Sonst würde ich doch hier nicht sitzen. Mhm. Ralf hat mich verführt. Ach, ausgerechnet Ralf, ja? Wieso trauen Sie es Ihrem Bruder nicht zu? Sein Spitzname früher war Rosettenralle. Ihr Bruder ist homosexuell. Ja, leider nicht, ne? Wie das aussieht. Aber der hat immer Probleme mit Frauen gehabt. Wir haben früher immer gesagt, bevor der ein Mädel anspricht, ist die längst weg und verheiratet. Na, immerhin hat er ihre Frau angesprochen und zwar sehr erfolgreich, wenn ich das mal so sagen darf. Die hat dann bestimmt so Augen gemacht, da konnte er gar nicht anders als ihr in die Wäsche gehen. Claudia? Also, der kennt seinen Bruder überhaupt nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Der Ralf, der hat mich angebaggert, zu sich nach Hause geschleppt und da hat er mich besoffen gemacht. Das ist doch Quatsch. Der Ralf ist so Anti-Alkoholiker. Ah ja, mit dem Wodka in seinem Kühlschrank, da fängt der Russen oder was? Ja, was weiß ich denn? Klaus, du kennst deinen Bruder keinen Meter. Es tut mir auch echt leid, dass ich das jetzt mal so sagen muss, aber es ist so. Der Ralf, der hat mich besoffen gemacht, dann scharf und dann fertig. Klaus, ich wollte dich nicht betrügen. Ich habe auch die ganze Zeit dabei an dich gedacht. Naja, ich
Hab's zumindest versucht. Klaus, bitte verzeih mir, ich liebe dich doch. Dein Bruder ist das Schwein, ehrlich. Und ich hab doch sowas noch nie gemacht. Noch nie? Noch nie. Ehrlich? Ehrlich. Klaus, Sie glauben Ihrer Frau? Ja, ich glaub die Claudia. Ich glaub, die sagt die Wahrheit. Nein. Doch. Danke, Klaus. Dein Bruder hat die Situation einfach schamlos ausgenutzt. Er ist ein Schwein, echt. Wer kann was erleben, wenn ich den in die Finger kriege? Ja. Liebe Talkfreunde, was kann der Bruder von Klaus erleben, wenn der ihn in die Finger kriegt? Wir werden es wissen, wenn Ralf jetzt gleich durch diese Tür kommt, liebe Talkfreunde. Begrüßen Sie mit mir den Bruder von Klaus, den Schwager von Claudia, den Cousin von Wolfgang, den Enkel von Anneliese und den Patenonkel vom kleinen Moritz. Denn hier ist Ralf Hinrich, das Schwein. Ja. Hallo. Hallo. Ich bin Ralf Hinrich und ich muss hier einiges mal klarstellen. Hör mal, da du dich überhaupt hier hintraut, du bist du. Dass der sich überhaupt hierher traut, hat der seine Kumpels vom Boxclub mitgebracht oder ist er nur verrückt? Will er etwa seine Unschuld beweisen? Wir werden es erleben. Haben Sie auch ein kleines Geheimnis, das Sie Ihrem Partner anvertrauen wollen? Dann erzählen Sie es uns zuerst. Beichten Sie jetzt 0221 956 4780. % aller deutschen Frauen haben ihren Partner schon betrogen. 114% würden gerne. Ja, hallo liebe Talkfreunde. Zurück zum Thema, ich habe ein Geheimnis oder nach der Sendung habe ich keins mehr. Ralf hat die Frau seines Bruders abgefüllt und verführt. Das behauptet zumindest Klaus' Frau Claudia. Ralf, wie ist Ihre Version? Also, ich habe die Claudia nicht verführt, ja? Mhm. Und abgefüllt schon zweimal nicht. Sie hat mich fast vergewaltigt. Das ist ja wohl eine Frechheit, du Schwein. Was hätte ich für einen Grund, hier zu lügen, ha? Damit Ihr Bruder Sie nicht verhaut. Na gut, aber sonst? Damit Sie nicht als Schwein dastehen. Ja gut, damit mich mein Bruder nicht verprügelt und damit ich nicht als Schwein dastehe. Aber sonst hätte ich ja wohl wirklich überhaupt keinen Grund, hier zu lügen. Vielleicht haben Sie auch seit gestern eine Freundin, vor der Sie jetzt irgendwie gut aussehen müssen? Ach, ich könnte doch sowas gar nicht. Fragen Sie doch meinen Bruder. Also, ich kann überhaupt nicht Frauen verführen. Wissen Sie, wie mein Bruder mich früher genannt hat? Rosettenralf. Also, wenn es jetzt sowieso schon raus ist, also... Bitte, das ist ja wohl Beweis genug. Danke, Klaus. Ach, dass ich nicht lache. Und was war mit dem Wodka? Wodka? Ich? Ist ja wohl kompletter Blödsinn. Das war ja wohl typisch Frau, ja? Also kaum war der Klaus weg, da hat sich seine Treue und Liebe Claudia an mich hingehängt und mir ins Ohr geträufelt, wie männlich, attraktiv und sexy sie mich findet. Attraktiv und sexy? Aha. Du? Also, das war genau ganz umgekehrt. Aha. Er hat zu mir gesagt, wie sexy und animalistisch er mich findet. Animalistisch? Nein. Doch! Nein. Also, ich spreche Deutsch, Herr Kaiser, ja? Also, animalistisch würde ich nie sagen. Ja, das kann in der Hektik schon mal vorkommen. Machen Sie trotzdem weiter, Ralf. Herr Kaiser, das war typisch Frau, ja? Also, als der Klaus von der Party gegangen ist, da hat sich die Claudia, also die hat mich dann ins Taxi gezerrt und dann mussten wir an der Tankstelle halten, weil sie den Wodka kaufen wollte. Damit du mal richtig locker wirst, hat sie gesagt. Ja. Und dann sind wir zu mir. Aha. Und da wurden Sie richtig locker. Ja, zunächst blieb ich natürlich hart. Und dann? Ja, also nach 2, 3 Wodka, da war ich nur noch teilweise hart. Und dann wurden Sie immer lockerer. Ja, und immer härter. Teilweise. Richtig. Lügner! Schlange! Ihr Schweine! Ralf, Claudia, Klaus, lassen Sie uns die Sache doch mal konstruktiv angehen. Wer ging wem zuerst an die Wäsche? Ralf mir! Nein! Doch! Nein! Spricht der schon meinen Text hier, oder was? Herr Kaiser. Ja. Klaus, der Ralf, der hat mich angebaggert, abgeknutscht und abgetatscht. Ja, richtig, aber erst nachdem Claudia mir die Kleider rausgerissen hat. Klaus, wir haben doch so eine geniale Beziehung. Ich habe doch überhaupt gar keinen Grund, deinen Bruder anzubaggern.
Wir haben doch immer so schönen Sex und wir können doch immer über alles reden. Seit wann das, Claudia? Ach, der Klaus, der ist schon klasse. Ich meine, ich weiß ja, warum ich ihn liebe. Der ist... Der ist manchmal so... Na, eigentlich, wenn ich es mir recht überlege, ist er immer total verständnisvoll und sensibel. Und ich war ja auch immer ehrlich zu dir. Sag mal, du glaubst ja doch nicht, Klaus. Doch. Was? Klaus, warum glauben Sie Ihrer Frau eher als Ihrem eigenen Bruder? Ja, soll ich mich hier von ihr trennen, oder was? Das stellen Sie sich ganz schön einfach vor. Nee, nee. So einfach ist das nicht. Wissen Sie, irgendwie liebe ich die Frau ja auch. Die hat mich noch nie enttäuscht. Die war immer gut zu mir und man muss ja auch mal verzeihen können, ne? Außerdem brauche ich die auch. Ich meine, welche Frau macht das schon mit? Dreimal die Woche Sex, ne? Aber du glaubst ja doch nicht tatsächlich, oder, dieser Schlange? Judas, so willst du mich in aller Öffentlichkeit vorführen, verraten? Um zu meiner eigenen Frau zu stehen. Ja, ich glaube dir. Und nenn meine Frau nicht Schlange, du. Doch, sie ist eine Schlange und ich kann es auch beweisen. Aha, wie denn? Können Sie etwa eine Handtasche aus ihr machen oder Stiefel? Aber ich habe einen Film dabei. Ich habe mir nämlich sowas Ähnliches schon gedacht. Was soll denn das für ein Film sein? Gute Frage, Claudia. Ja, also ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich tun soll. Aber Klaus, es ist mir jetzt viel wichtiger, dass du nicht glaubst, dass ich dir in den Rücken falle und einfach so deine Frau anbagger. Aber Klaus, ich habe auch ein Geheimnis. Hier ist mein Geheimnis. Klaus, ich habe eine Kamera. Eine Kamera? Ja, im Schlafzimmer. Was hast du? Was? Du bist doch nicht einer von diesen Spannern, die immer alles mitreden. Nein, nein, nein. Also ich bin kein Spanner, Herr Kaiser, ja? Also ich bin Hobbyfilmer und Hobbyregisseur. Ah. Ich habe eine Kamera in meinem Rollladenkasten installiert. Ah. Mit Blick aufs Bett. Ja, auch. Mhm. Das ist interessant. Also Sie sind jetzt nicht so einfach nur so. Sie sind richtiger Hobbyfilmer. Ja. Sie filmen nicht nur, Sie gucken sich das auch hinterher an. Wie die meisten, nicht? Die dann schon mal schauen, wie sie deutsche Markenbutter auf Mallorca gegessen haben. Ja, klar, auch. Ja? Aber selbstverständlich nur nach den Qualitätsmerkmalen. Also, ob die Beleuchtung gut war, der Ton. Die Frau. Ja, aber wenigstens bin ich ehrlich und mach nicht so, als hätte ich jemanden verführt, wenn es in Wahrheit ganz umgekehrt war. Ach, das stimmt doch gar nicht. Doch. Nein. Doch. Ja, also sehe ich das richtig. Ihr Kameramann Carsten da oben, der hat genau drauf gehalten, wie Sie, Claudia, Sie wissen schon, was haben. Sie meinen doch wohl, dass Claudia mich gehe und jeder weiß hier, was hat. Ja, das hat er. Aha. Und ich habe das Ergebnis auch dabei, Herr Kaiser. Und wenn Sie das bitte zeigen aha, können, aha. Kannst du nämlich mal sehen, was... Marco! Marco! Guck, guck. Hallo. Meine Damen und Herren, der weltbeste singende Reporter, Marco Mommsen! Stopp. Marco, hallo Sophia. Marco, diese... Soll ich mal was sehen hier? Liebe, sag mich, hopp. Gibt's jetzt bald auch auf CD. Ja, schlimm genug. Marco, dieses Beweisstück, diese ja. Kassette, die muss ja, ganz klar. Schnell in die Regie. Ja, wird das erledigen? Natürlich. Ja, gut. So. Mhm. Ja, ab. Ja, und darauf so. Kann man auch wunderbar sehen, Herr Kaiser, wie sie mir das Hemd zerrissen hat, obwohl sie danach behauptet hat, das war schon so kaputt. Aber Claudia, ist das richtig, was der Ralf hier dauernd erzählt? Nein. Oder was? Doch. Nein. Doch. Nein. Ich glaube doch. Mensch, du bist so nervös. Du hast irgendwas zu verbergen hier. Ach, Quatsch. Claudia, wenn ich Ihnen helfen darf, es wird ja auch sicher der erste Nacktauftritt von Claudia im deutschen Fernsehen sein, wenn es stimmt, was Ralf sagt. Sie war doch nackt, nicht? Ja, klar war die nackt. Die hatte sich die Bluse doch schon im Treppenhaus runtergerissen, als ihre Zunge meine Hemdknöpfe abtastete. Das Schwein, du! Ich sag nur, wie es war, Klaus. Herr Kaiser, Sie können diesen Film nicht zeigen. Ich frag mal, Regie, kann ich den Film zeigen? Ist er schon da? Nein, ich habe gerade in den Anfang reingesehen. TV, ja. Wir kriegen wieder großen Ärger mit dem Jugendschutz. Super, was ist drauf? Das können wir echt nicht zeigen, TV. Was sind denn da für Sauereien hier? Zeigen Sie den Film, ich will den sehen. Ich aber nicht, Klaus. Doch. Nein. Ja, als neutraler Moderator glaube ich es, dass es das Beste ist, Dunkel in diese Nacht zu bringen. In diese Nacht mit Claudia, mit Ralf, mit dem Kamerakastenmann da oben. Und, naja, sicher
es mag vielleicht der ein oder andere Schockmoment auftreten, aber nach ein paar Tagen und nach ein paar Schachteln Beruhigungstabletten, da geht das schon viel besser. Ich doch und, einzig, zeigen Sie den Film endlich, ich will den sehen. Nein! Doch! Doch! Ja, das sagt mir alles, das sagt mir alles. Da geht's ja mächtig zur Sache, ne? Ja, da sieht man sehr schön auch die Formen. Na, das bin ich ja gar nicht. Bist du da gewesen auf dem... Ja, und? Echt animalistisch, Kommissar Rex. Wuff, wuff, wuff. Überhaupt nichts, aber jeder hat irgendwelche Fantasien. Die einen träumen davon und die anderen nehmen es wenigstens aus. Ja, ja, Ralf, das ist mir jetzt wirklich peinlich, dass wir Sie in eine solche Situation gebracht haben. Ja, schon. Aber Klaus, du musst mir glauben, sie hat mich verführt. Ich habe es mir doch gestern extra nochmal angeschaut. Ja. Ja. Ich weiß nicht, also es klingt doch alles nach der klassischen, Entschuldigung, ich habe einen Bus verpasst, Ausrede. Tja, aber das stimmt wirklich. Sie haben wirklich einen Bus verpasst? Nein. Ich habe Claudia gefilmt, wie sie mir an die Wäsche ging. Aha, liebe Talkfreunde, da erzählt uns ein Mann, dass eine Kamera in seinem Rollladenkasten alles filmt, was auf dem Bett passiert. Angeblich auch das, was in der Nacht mit Claudia da passiert ist. Er lüftet hier sein geheimstes Geheimnis, um einen anderen Teil seiner Ehre zu retten. Ja, und vielleicht sieht man auf dem Band ja auch wirklich, ob Claudia Ralf verführt hat. Oder was noch viel interessanter wäre, vielleicht sieht man ja auch Claudia in Unterwäsche. Ralf, wo könnte die richtige Kassette sein? Ja, also ich bin sicher im Auto, also da muss sie ja sein. Ja, Herrgott, dann holen Sie die! Sie haben noch 15 Minuten Zeit. Dann kommt Heiner mit dem Nachtjournal und der wartet nicht, ne? Also, ja gut. So. Ich glaube dir, Schätzekind, ne? Ergreifend. Ja, liebe Talkfreunde, endlich ein Mann, der seiner Frau vertraut, obwohl sie mit seinem Bruder im Bett war. Das muss Liebe sein. Begrüßen Sie nun mit mir ein weiteres Beispiel einer großen Liebe. Zwei Partner, die immer offener und ehrlich zueinander sind. Und trotzdem hat jeder ein Geheimnis, von dem der andere nichts weiß. Liebe Talkfreunde, hier sind Angelika Schmidt und Jürgen Krude. Angelika, Jürgen, schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Sie sind ja gut gelaunt. Woran liegt's? Na, wenn wir uns gleich Geheimnisse von uns erzählen, das wird sicher witzig. Ja. Also wir haben so eine offene Beziehung. Uns erschüttert ja überhaupt nichts. Und ich finde das hier richtig spannend. Mhm. Gut, dann soll Jürgen Sie nicht länger auf die Folter spannen. Jürgen, bitte. Okay. Angelika, ich hab den Lappen weg. Was? Der Führerschein, er ist weg. Ich hatte 2,4 Promille bei einer Verkehrskontrolle. Ja, Angelika, Sie lachen jetzt? Das ist nicht komisch. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Aber du hast mich doch immer gewarnt, ich soll mit dem Saufen aufpassen, sonst kriege ich noch den Lappen weg. Ich lache nur, weil... Das macht nichts. Ich habe heute Morgen das Auto kaputt gefahren. Nein. Nein, überhaupt nichts. Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Wirklich. Total. Nein, überhaupt nichts. Ja, Jürgen, schön, dass Ihnen das Wohl Ihrer Frau so am Herzen liegt. Ja, aber das macht Ihnen nichts aus, der Wagen ist Schrott. Ach was, der ist gut versichert, Vollkasko bei der Hannoverschen Allgemeinen. Bei der Hannoverschen Allgemeinen, schön, dass man Autos jetzt auch bei Zeitungen versichern kann. Sie lachen wieder, Angelika? Weil Jürgen letzte Woche dem Versicherungsvertreter ein Jahr Prämie im Voraus bezahlt hat, in bar. Ja? Ich habe ja gleich gesagt, an dem Typ ist was faul. Ja, wir lesen sicher über seine Verhaftung in der Zeitung, ne? Genau, in der Allianz. Ja, oder der Hamburg-Mannheimer, ne? Klaus, haben Sie sich schon mal so hereinlegen lassen? Nee, mich hat noch nie einer über das Ohr gehauen. Nee, ne? Ja, dann ist es wohl heute das erste Mal. Wie, was soll das denn? Ja, sind Sie nicht der Gast hier, der heute von seiner Frau erfährt, dass sie schwanger ist? Nein, da bin ich nicht. Doch. Nicht? Doch.
Nicht. Was? Doch? Ja, Mann, das ist doch Quatsch, oder, Claudia? Nein. Doch. Nein. Ja, wie? Es tut mir leid, ich habe gestern den B-Test gemacht. Ein Kind? Ja, ist das nicht toll? So ein toller Balk. Aber du bist schwanger, oder was? Du kriegst ein Kind? Was ist denn jetzt mit unseren anderen Geheimnissen, Herr Kaiser? Angelika, da erfährt ein Mann, dass seine Frau ein Kind bekommt. Das müssen wir ernst nehmen. Klaus, freuen Sie sich gar nicht? Freuen? Ja. Immer, du hättest wenigstens mal mit mir reden können. Ach, das habe ich doch versucht. Aber dir war es ja wichtiger, an deinem blöden BMW rumzuschrauben. Nein. Doch. Nein. Claudia, Klaus wird bestimmt ein guter Vater. Nein. Doch. Nein. Du wirst überhaupt kein Vater. Ich bin schwanger von Ralf. Nein. Was gibt denn da zu klatschen hier? Tja, liebe Talkfreunde, eine heimliche Affäre, ein heimliches Kind. Liebe Talkfreunde, eine Talkshow ist ja immer interessant, aber wer hätte gedacht, dass eine solch dramatische Entwicklung uns erwartet? Andererseits, man steckt nicht drin in den Schicksalen seiner Talkgäste. Ich bin gespannt, was Ralf gleich sagt, wenn er erfährt, dass seine Kamera ihn beim Vaterwerden gefilmt hat. Seine Kassette, die kann er sich sonst wohin stecken. Aber Klaus. Ja, glauben Sie, mich interessiert hier noch, wer jetzt wen verführt hat. Das ist alles Scheiße, nichts anderes. Aber Klaus, hier können Minderjährige zuschauen. Ja, Minderjährige müssen um die Zeit im Bett liegen. Ja Gott, wenn sie nicht schlafen können. Mensch, man hättet ihr nicht einen Gummi nehmen können oder was? Ich hab ihm ja eins drüber gerollt, aber das muss halt irgendwie runtergerutscht sein. Das ist ja widerlich. Sehr animalistisch. Klaus, jetzt beruhigen Sie sich erstmal, ja? Morgen, da sieht die Welt ganz anders aus. Morgen, da kommen die Leute zu Ihnen an den Schlüsselstand, klopfen Ihnen auf die Schultern und sagen, Mensch, Herr Hinrich, toll, dass Ihre Frau ein Kind bekommt. Sie werden bestimmt ein toller Onkel. So. Regie, wo ist der Vater eigentlich? Wo steckt der Ralf? Er sucht immer noch im Auto nach der Kassette. Wir schalten mal hin. Marco ist bei ihm. Ah, Marco? Kannst du mich hören, Marco? Ja, TV. Ich kann dich sehr gut hören. Kannst du mich sehr gut hören? Ja, TV. Sehr gut. Gut. Okay. Ja, dann leg mal los. Ja, ja. So, Ralf, was ist denn jetzt hier mit dem Film? Ach, Claudius, hast du ja schon gefunden, ne? Ja, sicher. Es war zwar jedes Mal die falsche Claudia, aber ich bin sicher, ich werde die richtige noch finden. Ja. Und eins ist ja klar. Ich werde den Beweis auf jeden Fall bringen, dass mich diese Schlange verführt hat. Hoffentlich setzt sowas nicht mal Kinder in die Welt, kann ich da nur sagen. Ja, dann noch. Viel Glück, ne? Danke. Ja. Übrigens, das ist hier mein Hit, ne? Aha. Das kommt bald auf CD. Bald auf CD. Aha. Ja. Hallo. Ja, liebe Frau Talkfreunde, drücken wir Ralf die Daumen, dass wir hinterher noch einen schönen Film zu sehen bekommen und freuen uns auf den Moment, wo Ralf wieder hier bei uns ist und erfährt, dass er Vater wird. Und bis dahin wollen wir uns noch mit den Geheimnissen von Angelika und Jürgen beschäftigen. Jürgen, verraten Sie uns und Angelika doch Ihr zweites Geheimnis. Sie wissen schon, das Heikle. Also ich habe mir das nochmal überlegt. Ja. Gut. Angelika und ich, wir verstehen uns wirklich fantastisch. Aber ich möchte es ihr lieber doch nicht sagen, hier. Wie, Sie wollen es ihr doch nicht sagen? Jürgen, das war ausgemacht. Sie können unser Publikum jetzt nicht enttäuschen. Die Leute haben teilweise sehr viel Geld für die Eintrittskarten von TV Kaiser bezahlt. Die sind bis 1998 vergriffen. Ja? Und da sagen Sie, ich will es nicht sagen. Da müssen wir was für bieten. Teilweise auf dem Schwarzmarkt gekauft. Ich zeige Ihnen ein Beispiel. Was haben Sie für Ihre Eintrittskarte bezahlt? Ich habe sie geschenkt bekommen. Zum Geburtstag sicher, nicht? Nein, das war gestern in der Fußgängerzone. Da hat eine Hostess die Karten verteilt. Und dann hat sie noch gesagt, es gäbe auch eine Tischdecke und einen Pfund Butter umsonst. Ist hier noch jemand? Wegen der Tischdecke und einem Pfund Butter. Bald. Regie, Butter für alle. Und erzählt mir nicht nochmal so einen Käse von wegen ausverkauft. So, Jürgen.
Jürgen, Butter bei die Fische. Was ist Ihr zweites Geheimnis? Ich kann's nicht. Tun Sie's. Okay, ich tu's. Liebe Talkfreunde, liebe Butterfreunde, zweimal in der Woche spielt Jürgen Squash. Das glaubt Angelika, aber der kann das gar nicht. Und was er stattdessen treibt, das schauen wir uns jetzt mal auf dem Monitor an. Angelika, ich kann es sehr gut verstehen, dass es Sie schockiert, dass Jürgen bei einem Nacktputzservice in fremden Wohnungen saugt. Ja, das können Sie laut sagen. Sag mal, spinnst du eigentlich? Hast du vollkommen die Tüte am Brennen? Ja? Hast du echt die Banane geschält? Bei uns zu Hause rührst du keinen Finger und fremde Leute Wohnungen bringst du auf Hochglanz. Zu Hause ist er nicht mal fähig, seine Socken wegzuräumen. Alles muss ich alleine machen. Waschen, putzen, spülen und dann sowas. Angelika. Ach, rühr mich nicht an. Außer wenn du das bei uns zu Hause auch endlich machst. Nackt? Ja klar. Was die anderen haben, will ich auch haben. Und das stört dich überhaupt nicht, wenn ich das weitermache? Nö, warum? Ich find's lustig. Angelika, was würden Sie sagen, wenn Jürgen mehr als nur putzen würde? Sie meinen auch bügeln? Nein, ich meine... Nee. Ich meine, wenn seine Auftraggeberinnen von ihm gebügelt werden wollen. Sie meinen Sex. Sex. Bei den Heinzelschwänzchen ist Anfassen verboten. Da läuft nichts. Nur gucken, ohne anfassen. Das heißt, du hast noch nie zwischendurch eine Nummer geschoben? Nein. Wirklich nicht? Nein. Mann, ist das langweilig. Warum tust du es denn dann? Gute Frage. Tolerante Frage. Weil es ein toller Nebenverdienst ist. Ich bekomme 100 Mark die Stunde und das Putzmaterial wird auch noch gestellt. Sagen Sie mal, Angelika, und es wird Ihnen so gar nichts ausmachen, wenn Ihr Mann mit anderen Frauen... Nö. Warum? Von mir aus auch mit anderen Männern. Für unsere Beziehung wäre das sicher sehr anregend. Also man kann sexuell gesehen immer nur dazulernen. Siehst du, bei denen ist Fremdgehen an der Tagesordnung. Und auf mich bist du sauer, nur weil ich einmal mit einem anderen. Ja, nur einmal. Und nur mit meinem Bruder. Und mit nur einem Kind als Ergebnis. Toll, wirklich. Moment, das, Klaus, das ist noch nicht gesagt. Die können auch Zwillinge werden. Jetzt fangen die beiden schon wieder an. Wir sind doch jetzt an der Reihe, Herr Kaiser. Ach so, ja, ja. Ich habe auch noch ein Geheimnis. Angelika, bitte. Herr Jürgen, ich mache das Gleiche wie Ralf. Sie schwängern Ihre Schwägerin? Nein, ich spanne gern. Nicht mit Kamera und so, das kann ich mir nicht leisten. Aber ich habe ein verdammt gutes Fernglas. Ach, das glaube ich nicht. Ja, das ist jetzt aber Jürgens Text. Nee. Ich finde das sehr interessant. Ja, ich finde das sogar richtig aufregend. Ich bin nämlich Ralfs Meinung, dass es besser ist, seine sexuellen Träume auszuleben, als sie zu unterdrücken. Sonst wird man nämlich intolerant und frustriert. Meinen Sie mich damit, oder was? Ja, klar. Sie laden doch Ihren ganzen Frust hier auf Ihrer Frau ab. Ja, lassen Sie sie doch machen, was sie will. Das kommt Ihrem Sexleben nur zugute. Bei uns ist das auch so. Wir tun, worauf wir Lust haben und sind deshalb so ausgeglichen. Hör mal, du weißt überhaupt nicht, was du erzählst. Heinzelschwänzchen, ne? Was für euch gut ist, ist für uns noch lange nicht gut. Boah, Claudia? Also, wir sind doch nur tolerant und uns geht's gut dabei. Wie oft gehen Sie denn da so fremd? Ach, nur so 3-4 Mal die Woche. Eintönigkeit beim Sex ist das Schlimmste, was einer Beziehung passieren kann. Genau, und ein herrschsüchtiger Mann. Ja. So ein Showy wie der hier kann auch viel kaputt machen.
Lass dich bloß nicht unterbuttern, Claudia. Krieg dein Kind. Und wenn es diesem Despoten nicht passt, sag ihm goodbye. Schluss geht's. Du redst keinen Ton mehr mit die Schlampe, ja? Und mit deinem Kind, da reden wir auch noch drüber. Ah, du willst mit mir reden. Auf einmal. Weißt du was? Ich krieg das Kind und damit basta. Gut so. Nein. Doch. Und weißt du noch was? Ich krieg das Kind ohne dich. Was soll das denn jetzt schon wieder? Ich hab... Das heißt... Weißt du, was das heißt? Auf gut Deutsch heißt das... Goodbye, Klaus. Wie geht's? Ich hab genug von dir, Shovi. Und meine Probleme, die will ich auch gar nicht mehr länger mit dir besprechen. Die löse ich alleine. Jetzt, hier und in Zukunft auch. Claudia, heißt das, dass Sie Klaus verlassen wollen? Ja, Schluss, aus, fertig. Überlegen Sie sich das nochmal gut. Wenn Sie Klaus jetzt verlassen, dann interessiert niemanden mehr, was auf Ralfs Kassette drauf ist. Also, Herr Kaiser, mich würde das schon noch interessieren. Ja? Ja, vielleicht leiht er mir ja seine Sammlung. Und dann könnten wir doch zusammen ein bisschen Video schauen. Könnte ganz gut kommen, ne? Du kommst doch immer ganz gut. Also, Angelika, Jürgen, bitte, hier können Minderjährige zuschauen, ja? Ich dachte, die schlafen bereits. Na, endlich. Ralf. Hier habe ich den Beweis, Herr Kaiser. Ja, schön. Ja. Beweis wofür? Ja, dass Claudia mich verführt hat. Mhm. Ja, was ist denn eigentlich hier los? Ich dachte, die warten alle auf mich. Ja, wir warten auf Sie, weniger auf die Kassette. Aha. Bitte. Wissen Sie, die Sachlage, die hat sich ein bisschen geändert. Aha, hat Claudia endlich zugegeben, dass sie mich verführt hat, oder? Es gibt einen neuen Aspekt, Ralf. Was denn? Hör mal, da du dich überhaupt nicht reintraust, ja? Was denkst du dir eigentlich dabei? Was denn? Du hast ja die Kassette noch gar nicht gesehen. Na, da brauch ich ja gar nicht mehr reingucken. Ja. Du bist für mich gestorben. Wieso? Liebe Talkfreunde, was wird... Ich bring dich um! Moment, 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 Klaus, 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 Klaus. Das bringt nicht viel, wenn er schon gestorben ist. So scheiße. Gut, und tun Sie mir einen Gefallen. Kriegen Sie nach der Pause noch mal so einen richtigen Wutausbruch, ja? Gut, bekommt das Kind noch einen Namen und warten Sie zu Hause mit dem Kindermachen noch bis nach der Sendung. Wir werden es erleben. Und bis dahin unterhält Sie Marco Mommsen mit seinem neuen deutschen Liedgut Liebe rahmt mich, Liebe sandt mich. Marco! Liebe rahmt mich, Liebe sandt mich. Wir zwei bereisen diese ganze Welt. Oh, warte, bis du an meiner Tür erscheinst. Denn du zahlst alles mit deinem Geld. Das ist, was mir an dir gefällt. Liebe rahmt mich, Liebe sandt mich. Wir zwei bereisen diese ganze Welt. Oh, warte, bis du an meiner Tür schätzt. Denn du bezahlst alles mit deinem Geld. Das ist, was mir an dir gefällt. Liebe Klaus-Freunde, es hat sich einiges getan in der kurzen Pause. Klaus, der eben noch wütend auf seinen Bruder losgegangen ist, hat sich ein bisschen beruhigt. Irgendwie hat Marco Mommsens Musik doch eine entspannende Wirkung auf Menschen, ne? Ja, das ist ja schön und gut, aber was hat denn das eben mit dem Kindermachen gesollt? Claudia, sagen Sie es ihm. Ich bin schwanger. Bitte? Ja, ich bin schwanger. Ja, und ich bin gerne Onkel. Ja, ich meine, natürlich wär's mir noch lieber, wenn du nicht die Mutter wärst. Dann wärst du aber auch nicht der Vater. Bitte? Ich bin schwanger von dir, Ralf. Ha! Du kriegst ein Kind? Von mir? Also, aber du hast doch extra einen Gummi drüber gerollt. Der ist dann wohl runtergerutscht. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Es ist zwar noch nicht klar, wer hier wen jetzt verführt hat, aber immerhin ist klar, wer die Alimente zahlt, ne? Ein wunderschönes, ein weises Schlusswort, das hätte ich nicht schöner sagen können. Aber, liebe Talkfreunde, wir haben noch mehr erfahren. Wer fremdgehen will, sollte auch möglichst bei Fremden bleiben. Und wer die Familie vergrößern will, muss nicht unbedingt über sich selbst hinauswachsen. Seien Sie auch nächste Woche wieder mein Gast, wenn das Thema heißt, wir müssen draußen bleiben oder Hilfe, unsere Frauen sind lesbisch. Wir rechnen mit allem, auch mit Ihnen. Tschüss, 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 tschüss.